herzlich willkommen zu Tams Insight. Jetzt zu Gast ist Beke Lade, zuständig fürs Marketing bei der Firma Friedhold. Frau Lade, Sie helfen landwirtschaftlichen Direktvermarktern beim Verkauf. Wie genau sieht Ihre Dienstleistung aus? Korrekt. Unser Motto lautet, Landwirte verdienen mehr, und Friedhold hilft dabei, indem wir Online-Hofläden für Direktvermarktung bauen, sodass die Höfe ganz einfach ihre eigenen Produkte online stellen können und in der Region dann vermarkten können und die Kunden sehr einfach online sehen, was ist gerade verfügbar bei meinem Hof aus der Region und dann einfach bestellen können. Für welche Produkte ist das interessant? Wir sind gestartet mit Rindfleisch tatsächlich. Das ist unser Fokus und funktioniert sehr gut, weil Rindfleisch eben sehr exklusiv ist und es so noch nicht als Cowsharing, dass jeder einen eigenen Online-Hofladen hat, eben gibt auf dem Markt, und damit sind wir gestartet. Aber grundsätzlich kann man auch andere Produkte anbieten. Wir machen jetzt auch viel Schwein oder Hähnchen, aber auch Gemüse und vieles mehr. Sie haben Cowsharing gesagt, was bedeutet das? Genau, Cowsharing ist jetzt so ein sehr moderner Begriff, der sich aufgebaut hat, sodass Kunden sich quasi einen Rind teilen. Das versteht man darunter unter Cowsharing. Wie sind Sie überhaupt auf die Idee gekommen, das im Internet anzubieten? Die Idee ist eine sehr persönliche, und zwar der Mitgründer Moritz Armbrust war auf einer Grillparty genau vor einem Jahr tatsächlich heute, weil der Landwirt hat heute Geburtstag, er war auf der Grillparty vor 3 Jahren. Und da kam das Thema, ja, wir wollen mit Milchvieh aufhören, wollen jetzt Fleischvermarktung machen, uns fehlt aber noch ein gutes Bestellsystem, wo die Kunden einfach bestellen können. Wir wollen das nicht mit WhatsApp und E-Mail machen. Und da er Programmierer ist mit seinem Bruder Karl, kam die Idee, sie haben sehr schnell in 14 Tagen Prototypen aufgesetzt. Der wurde dann getestet und so kam die Idee. Ja. Und wie muss man sich das vorstellen? Kunden kaufen jetzt also Fleisch im Internet? Ja, sie kaufen im Internet, aber regional. Der Aspekt ist immer noch sehr wichtig und den wollen wir auch weiterhin fördern, dass die regionalen Wertschöpfungsketten gefördert werden in der Region. Jeder Landwirt kann zum Beispiel auch selber ausliefern in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometern und sammelt in seiner Region eben einen attraktiven Kundenstamm. Und welchen Erfolg haben Sie jetzt auf der Tarmstädter Ausstellung? Was sagen die Kunden dazu? Die Kunden, die an unseren Stand kommen oder Interessierte, die finden das sehr interessant, dieses Konzept, und finden das auch zukunftsweisend und dass es die richtige Richtung ist, wo auch eben die direkt vermarktenden Höfe gehen sollten. Frau Lade, herzlichen Dank für das Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.